je suis ta chose, ta petite chose, ton bout de chou, ton équimose. Tu me protèges, tu me défends, je suis ton enfant, tu es ma maman. Je suis ta chose, ta petite chose, ton bout de chou, ton équimose. Vergessen Sie Dosenfisch. Mit eingelegten Bratheringen bringen Sie Feinkost auf den Teller. Bringen Sie als erstes einen halben Liter Wasser sowie einen halben Liter Weißweinessig mit den Pfefferkörnern, den Koriandersamen und den Lorbeerblättern zum Kochen. Die Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schneiden, anschließend mit in den Sud geben. Nach dem Aufkochen den Sud vom Herd nehmen. Jetzt sind die Heringe an der Reihe. Spülen Sie die Fische zunächst gründlich mit kaltem Wasser von innen und außen ab. Dann eine Zitrone auspressen, die Heringe mit dem Zitronensaft beträufeln und für einige Minuten ziehen lassen. Anschließend die Heringe jeweils von beiden Seiten mit Salz würzen. Danach etwas Mehl auf einen flachen Teller geben und die Fische darin wenden. Klopfen Sie das überschüssige Mehl mit der Hand ab. Nun etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Heringe darin in zwei Portionen von jeder Seite 3 bis 4 Minuten goldbraun braten. Legen Sie die gebratenen Fische auf Küchenpapier, damit das überschüssige Fett abtropfen kann. Dann die Heringe zum Auskühlen in eine Form schichten. Schneiden Sie anschließend die Gewürzgurken in Scheiben und geben Sie diese zu den Heringen. Das Ganze mit dem ausgekühlten Sud übergießen. Nun brauchen Sie etwas Geduld, denn die Bratheringe müssen für mindestens 24 Stunden an einem kühlen Ort zugedeckt durchziehen. Dazu schmecken Pell- oder Bratkartoffeln besonders gut.